Und jetzt geht's hoch. Ein Teil der Karte wird enthüllt. Ja. Gut. Gibt hier jetzt nicht so viel Besonderes, aber schön, dass wir das entdeckt haben. Was bist du denn? Ein Todeslich. Das ist im Prinzip schon die verbesserte Form eines Lichs. Was bist du? Ein Schreckgespenst. Wir können auch an dem Todeslicht vorbeireiten. Dann ist gut. Das wollte ich nämlich nicht riskieren, dass wir einen Riesenkampf gegen den nachher haben. Das wäre doof. So, bauen, 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 bauen. Ja. Geld fehlt noch. Nächste Runde kommt. Ich hoffe, die Greifen wollen sich auch uns anschließen. Ja, und sie wollen. 19 Stück. Dann packen wir auch die zusammen. Super. Ihr seid Klingentänzer. Und wollt nicht kämpfen. Gut, dann dürft ihr auch einfach so ziehen. Eine Handelsstation brauche ich nicht. Ich habe einen Marktplatz, aber hier gibt's Erz. Sehr gut. Okay. Wir könnten jetzt das Kapitol bauen. Und das werden wir auch gleich mal in die Tat umsetzen. Wow, prunkvoll. Sehr schön. Also von dieser ursprünglichen kleinen Kuppel, die wir ja hier unten bloß hatten, wo dann was raufgesetzt wurde, dann wurden die Stacheln hinzugefügt mit ein paar Statuen und jetzt oben natürlich diese tolle Turmspitze als Engel getarnt. Doch, sieht sehr schick aus, Aschenwald. Top gemacht. Ja, eine Grafik haben sie sich Mühe gegeben, es soll ja auch nach irgendwas aussehen. Es konnte ja nicht einfach bloß ein Spiel sein, das sich kein bisschen verändert hat im Gegensatz zu den vorherigen Teilen. Schön. Tja, da bleibt auch nicht viel zum Kommentieren. Gold, Gold kann man kommentieren. Gold ist toll. Gold ist einfach nur klasse. Ah, aber so viel steht hier jetzt auch nicht rum. Oh, oh, Holz. Mitnehmen. Wir brauchen alle Ressourcen. Eigentlich sollte Kläuschen das machen, aber der hat zu tun. Der muss dafür sorgen, der muss den Bau überwachen. So, jetzt kommen wir langsam auch zum Orden der Paladine. Wir brauchen noch ein paar Kristalle. Also können wir uns jetzt erst einmal um den Greifenhorst kümmern. Oder um die Kaserne. Ich nehme mal den Greifenhorst. Den Horst. Ja, wir haben Klaus und wir haben Horst. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gott, noch mehr Bauern. Okay, ich denke mal, Probleme werden wir nicht unbedingt in irgendwelchen Kämpfen haben. Immerhin haben sich uns ja auch schon Junker und Greifen angeschlossen. Was sollte uns da noch Probleme machen? Nimm mal die Erfahrungspunkte. Okay. Hier haben wir soweit alles, ne? Da gehen wir jetzt noch hin. Und dann gucken wir uns nochmal rechts auf der Karte um, denn hier scheint es nicht weiter zu gehen. Keine Möglichkeit, dort irgendwie lang zu laufen und auch durchs Wasser geht es nicht. Es müssen immer solche Landmassen noch dazwischen sein. Auf geht's im Galopp. Und eigentlich müssten wir euch aufstufen, aber wir bauen. Wir bauen erst mal wieder aus. Brauchen allerdings auch Erz dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, Mathe am frühen Morgen. Sind noch 18 übrig. Das ist in Ordnung, reicht noch für den Orden der Paladine. Sollten wir eigentlich aber nicht bauen können. Denn ich habe jetzt auf dem Weg nirgendwo Kristalle gesehen. Nee, Holz wollte ich nicht. Ich wollte Erz. 1, 2, 3. Dann kaufen wir in der nächsten Runde nochmal Erz und dann gucken wir weiter. Ja, die Zitadelle auch schön, um vielleicht ein paar mehr Leute zu bekommen, aber nicht unbedingt das Nonplusultra, auf das ich es jetzt im Moment abgesehen habe. Und hierfür haben wir gar nicht mal mehr Quecksilber. Das heißt, ich würde mich jetzt gerne um die Kaserne kümmern, dass wir zumindest schon mal diese Fußsoldaten bekommen. Und das bedeutet auch, wir müssen wieder etwas eintauschen.
Ein 2 reicht. Dann können wir die Kaserne bauen. Und haben jetzt wirklich jede einzelne Form, die es benötigt, um unsere Leute zu rekrutieren. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wo sieht man das da? Nein, haben wir nicht. Uns fehlen noch die Klostertaler hier, die Klosterfrau Melissengeist fehlt uns noch, die Mönche und die Zeloten und ganz unten die Engel. Ansonsten können wir aber wirklich alles rekrutieren. Wunderbar. Die Klosterfrau Melissengeist. Ja, darauf muss man auch erstmal kommen. Die nehmen wir noch mit und dann gehen wir einfach mal gegen die Schreckgespenster vor. Damit wir auch den Weg frei gemacht haben. Und eventuell sind die ja gar nicht so schlimm. So, alle schön richtig hinstellen. Und Päuschen. Ach, das sind immer 3. Seid ihr denn schon die aufgestufte Form? Ist das so wie bei Fliegt, Untot, Immateriell und Mana-Einzug? Mein Gott, habt ihr viele, viele kleine Stats und Suffixe dazu bekommen? Das ist ja... Ui. Ihr seid doch ein paar mehr. Er kommt auch bis zu den Bauern. Das heißt, du gehst mal dahin. Du versuchst dich mal dahin zu stehlen. Sehr gut. Auch der Junker haut ab und nur noch der Bauer muss beschützt werden. Der ist aber nicht mehr vor den Schreckgespenstern dran. Also gehen die Greifen jetzt drauf. Ah, das ist das Blöde, wenn jemand immateriell ist. Man kann ihn nicht immer treffen. Daneben. Na also, 12 weniger. Zack. Das scheint schon die bessere Form zu sein. Ist wahrscheinlich so wie bei dem alten Teil. Dass Geister die erste Form sind und Gespenster dann die nächste. 300 Leute prügeln auf 8 Gespenster, aber jetzt treffen sie und vorher war es daneben. Ich bitte euch, das ist albern. Also. Na gut. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch mehr Ressourcen. Eventuell sollten wir doch gegen die Todesliche kämpfen, aber wir sollten nicht vergessen, die zaubern. Ich brauche viel mehr Fernkämpfer, wenn ich gegen die bestehen möchte. Also gucken wir uns erstmal im restlichen Teil der Welt um. Können wir noch irgendwas bauen? Nö, wir haben soweit alles ausgebaut. Dafür brauchen wir jede Menge Erz, das wir nicht haben. Und die Kristalle, die lassen auch noch ein bisschen auf sich warten. 12 Stück haben wir bisher. Eine magere Ausbeute, aber da müssen wir durch. Wir gucken uns weiter im Land um. Kläuschen kann jetzt auch nicht so viel machen, der macht ein Päuschen. Und jetzt gehen wir erstmal auf die da. Was seid ihr denn? Obsidian-Gargoyle. Ihr seht aus wie irgendwelche versteinerten Hunde, aber doch nicht wie Gargoyles. Ich bin ja gespannt, wie die aus der Nähe aussehen. Was ist das denn? Na gut, irgendwelche Steinklötze, auf die irgendwas Magisches geschrieben worden ist, damit sie sich bewegen können. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber das ist albern. Ihr seht doof aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Okay. 6, sehr schön. Dafür, dass es auch nicht allzu viele Junker sind, ist das eine gute Zahl. Eine gute Ausbeute. Autsch. Ja, Gegenwehr ist böse, wenn die dann rüberkommt. Gut. Oh, das wird ein... Ja, grandioser Schuss, sehr gut. Kommt, meine Greifen, haut zu. Ach, und du kannst auf den da hauen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Du darfst noch einmal. Ja, deine Moral ist ja auch hervorragend. Ausgezeichnet. Ja, Engel brauchen wir gar nicht. Engel sorgen für eine gute Moral, aber die ist ja so oder so gut. Allein dadurch, dass wir sie hier auf meisterliche Führung gebracht haben.
Nun möchte ich aber gerne etwas wagen. Ich möchte ja noch gerne das hier ausbauen. Dann hätten wir schon mal die Junker und bräuchten die ganzen Fußsoldaten nicht einfach immer einzeln durch die Gegend schleppen. Orden der Paladine braucht noch 2 Tage, also handeln, 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 handeln. Hier muss ich raus. Markt. 1, 2, 3, 4. Ma, 5. Ich traue es mich einfach mal, weil es toll ist. Weil ich es haben will. Einmal noch Erz. Jo. Oh, ich bin rausgegangen. Gut. Okay. Dann bauen. Und schon haben wir Junker anstatt den üblichen Fußsoldaten. Können wir auch noch aufwerten. So, jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Juhu. Und dann müssen wir sehen, wie wir das in 2 Runden finanzieren. Auf die da geht's als nächstes. Eventuell können wir die Kristalle, die Edelsteine dann auch mal... eintauschen. Isabelle ist jetzt ein Ritter der Stufe 14, bekommt eine Verteidigung dazu. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir als nächstes? Geübtes Kriegsgerät, Magieschutz. Ist natürlich was Feines. Magische Angriffe. Zählt das jetzt nur für den Fall, dass ein Held zaubert? Oder auch dafür, dass mich zum Beispiel ein Todeslicht angreift? Ja, wäre ja in dieser Situation vom Vorteil. Ich nehme es einfach mal mit. 500 Erfahrungspunkte. Ich hätte das Gold nehmen sollen. Naja. Nochmal 1000 Erfahrungspunkte. Das sind diese Obelisken, die man sonst überall gesehen hat. Und du bist ein Zombie. Na dann, sehr geehrter Herr Zombie, auf geht's in den Kampf. Sind sogar mehrere Herr-Zombies. Mehrere. Pause. Pause. Angriff. Ja. Es geht. 39, das sieht schon besser aus. Da sage ich gar nichts gegen. Aber unsere Bogenschützen, gut, jetzt sind 24 Stück. Was will man da erwarten? Der kam jetzt aber nicht gerade näher. Mir soll's recht sein. Und tschüss. Ja! Schön. War ein ungleicher Kampf, aber Hauptsache wir haben gewonnen. Okay, der Gute, der bleibt jetzt erstmal noch in der Festung und wir haben den nächsten Tag, an dem wir auch gleich mal unseren Orden der Paladine ausbauen. Und dann können wir uns die Paladine auch mal angucken. So sehen sie aus. Genial, oder? Schon schick. Ihr seht so aus, ja, wie ganz normale Turnierreiter eben. Es ist ja auch der Turnierplatz gewesen. Aber die Paladine, die haben schon ein bisschen mehr Eleganz. Trotzdem hätte man mehr Liebe zum Detail üben können und ich weiß nicht, das sieht einfach nur plump hingestellt aus. Ja, das hier sieht aus, als hätte er Schuhe an. Ja, Pferde mit Schuhe. Gab's damals schon. Das ist der offizielle Beweis. Huch. Neue Erfahrungsstufe? Wie kommt das denn? Lebenskraft... Ach so, weil wir den Orden der Paladine ausgebaut haben, damit den Auftrag erfüllt haben und uns jetzt wieder ein paar Erfahrungspunkte dazu verdient haben. Verteidigung plus 1, Lebenskraft. Lebenspunkte des Helden plus 2 ist jetzt nicht unbedingt das Größte. Geübter Angriff gibt 10% mehr Schaden. Nehmen wir das. 6000 Erfahrungspunkte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genial. Ah, 2 Quecksilber, damit wir auch eventuell irgendwann die Greifen ausbauen können. Ist auch komisch, dass ausgerechnet die jetzt Quecksilber benötigen, aber gut. Will mich ja nicht streiten. 19 Greifen, nur für uns. Ah, Kampf. Ich dachte, wir kriegen noch das Gold. Und dann wollten die auch noch gegen uns kämpfen. Garde, Minotaurus. Und Minotaurus. Aha. Hoffentlich kommen die nicht. Nein, die kommen nicht sehr weit. Das ist sehr gut. Baller doch einfach mal auf die, die ein paar mehr sind. Macht sich, glaube ich, ganz gut. Wenn ich da hingehe, dann kommt er nicht an mich ran. Sehr. Oh, kommt er doch? Aber unsere Verteidigung war so gut, dass unser Greif nichts abbekommen hat, oder? Nein, null gefallen. Na also.
Der kommt doch gar nicht bis zum Greif. Nee. Aber wieso wurde mir das denn anders angezeigt? Oder kam das, weil er im Weg stand und ich das Feld, bis zu dem er hätte gehen können, nicht gesehen habe? Alles ist möglich. Gut, das war's. Kein verloren, ein Glück. Gerade was meine Reifen, genau. Gerade was meine Greifen angeht, wäre es doch schade gewesen. 500 Erfahrungspunkte. Eieieiei. Ich muss ins Bett. Nein, es ist morgens, Mensch. Verzeiht mir das. Gucken wir lieber, dass wir noch irgendwas ausbauen können. Nein, können wir nicht. Warum auch? 4000 Gold, 5 Quecksilber. Quecksilber ist nicht schwer, können wir eintauschen. Wir können auch demnächst wieder Erz eintauschen und dann hätten wir auch die besseren Greifen. Ich werde demnächst auch zurücklaufen müssen, zurückreiten müssen, um mir mal neue Unterstützung zu holen, meine ganzen Leute aufzustufen und deswegen reiten wir jetzt auch einfach mal zurück. Mehr Ressourcen werden wir hier auf diesem kurzen Weg eh nicht bekommen. Wenn, dann müssten wir nochmal hier unten gucken. Hier scheint noch ein bisschen mehr gewesen zu sein und den Aussichtspunkt haben wir auch noch nicht abgeklappert. Mein Lieber, eigentlich könntest du auch nach oben laufen und zumindest mal den Aussichtspunkt anklicken. Hast du noch Leute bei dir? Ja, die kannst du dann unterwegs an sie weitergeben. Reite wie der Wind. Aus welchem Film kenne ich das? Aus welchem Film kennt ihr das? Ich bin mir relativ sicher, dass das aus irgendeinem Film war. Aber ich weiß nicht aus welchem. So, Teil der Karte wurde enthüllt. Und jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr. Was seid ihr eigentlich? Vampirfürst. Scheint gut aufgestellt zu sein. Will ich nicht unbedingt angreifen. Dann haben wir hier noch Pestzombies. Die können nichts, das wissen wir schon. Komm, nimm mal das Lagerfeuer mit. Das ist ja doch immer noch ein bisschen mit Ressourcen gesegnet. Eventuell sogar mit Erz, das wir immer noch gebrauchen können.